Einen schönen guten Tag. Heute ist der 8. November 2024. Ich befinde mich hier im Landgericht Hamburg am 24. Prozesstag in dem Verfahren Staatsanwaltschaft Hamburg gegen Dr. Med. Walter Weber. Ihm wird zur Last gelegt, dass er unrichtige Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben soll. Heute wurden diverse Beweisanträge gestellt, die überwiegend abgelehnt worden sind. Von 13 Beweisanträgen ist einer übrig geblieben. Unter anderem sollten in, ich glaube, sechs Beweisanträgen Patienten von Dr. Weber vorgeladen werden. Diese hätten bestätigen können, dass die Maskenbefreiungsatteste, die Dr. Walter Weber ausgestellt hat, dass die mit dem damaligen Gesundheitszustand der Patienten übereinstimmten, also nicht unrichtig sein können. Diese Beweisanträge wurden abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg wirft aber dem Arzt genau das vor, dass er unrichtige Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben soll. Wenn Dr. Weber aber beweisen möchte, dass seine Maskenbefreiungsatteste zumindest teilweise richtig waren, diese Beweisanträge aber von der Staatsanwältin Schimpeler abgelehnt werden, ebenso vom Gericht, dann wird es den Angeklagten regelmäßig verunmöglicht, die eigene Unschuld zu beweisen. Die Art und Weise des Gerichts als auch der Staatsanwältin wirft immer wieder Fragen auf. Heute, noch vor Beginn der Verhandlung, meinte die Richterin, dass Zuschauer Polizeischüler aus dem Zuschauerraum geschmissen haben sollen. Nachdem ich mich umgehört habe unter den Zuschauern, hat es ein derartiges Szenario nicht gegeben. Wenig später wurden dann jene Polizeischüler, die sich übrigens unter den Zuschauern als Handwerker ausgegeben haben, wurden dann in den Pressebereich gelassen. Es ist sehr auffällig, dass die Richterin immer wieder irgendwelche Geschichten erzählt, die angeblich im Zuschauerraum stattgefunden haben sollen, die aber so nicht verifizierbar sind. Die Staatsanwältin hat auch behauptet, dass aus dem Zuschauerraum gesagt worden sein soll, dass es alles inszeniert. Wie die Staatsanwältin das gehört haben will, ist sehr fraglich, denn man kann sich durch die Glasscheibe noch nicht mal so vernünftig unterhalten. Bis zur Pause wurden 13 Beweisanträge verlesen, die bereits am 5.11. bis Mitternacht bei Gericht eingereicht worden sind. Ein Beweisantrag bezog sich darauf, dass seit 2020 Millionen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ohne körperliche Untersuchung ausgestellt worden sind. Auf deren Grundlage wurden dann Lohnersatzzahlungen geleistet. Auch dieser Beweisantrag wurde abgelehnt. Das Gericht als auch die Staatsanwältin wollen es einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass eine körperliche Untersuchung überhaupt nicht erforderlich ist. Bereits am 5.11. hat die Staatsanwältin gesagt, wir hören uns gerne Dr. Kieselinski an, aber darauf kommt es nicht an, sie würde ihr Plädoyer schon ein Stück weit vorwegnehmen, denn Dr. Weber hat seine Patienten nicht untersucht. A stellt sich die Frage, woher will sie das wissen, denn solche Untersuchungen bzw. Ermittlungen hat es nicht gegeben. Und B spielt das überhaupt gar keine Rolle, denn Dr. Weber musste seine Patienten eben nicht körperlich untersuchen. Aus anderen Verfahren kenne ich es, dass man sich auch immer wieder gerne auf die Hamburger Berufsordnung für Ärzte beruft. Auf § 25, darin soll es angeblich heißen, dass eine körperliche Untersuchung vorgeschrieben ist. Eine solche Definition gibt es aber nicht. Das Gericht als auch die Staatsanwältin ignorieren sehr gekonnt, dass in den vergangenen Verhandlungen das Gericht als auch die Staatsanwältin mit einem Kommentar zur Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte konfrontiert worden ist. Der Verteidiger Sven Lausen hatte ausführlichst vorgetragen bzw. vorgelesen, unter welchen Umständen eine Fernbehandlung erfolgen kann. Demnach können
Ärzte als auch Patienten über Telefon, E-Mail oder sogar per Post miteinander kommunizieren, auf deren Grundlage dann Atteste oder sogar Diagnosen gestellt werden können. Ja, das Gericht, also die Staatsanwältin, die Überzeugung nimmt, dass eine körperliche Untersuchung zu erfolgen hat, ist nicht schlüssig. Ein weiterer Beweisantrag zielte darauf ab, dass die Corona-Eindämmungsverordnung vorgesehen hat, dass bereits niederschwellige Beschwerden ausgereicht haben, damit man von der Maskentragepflicht befreit werden kann. Niederschwellige Symptome sind meistens nicht objektivierbar. Das heißt, eine körperliche Untersuchung wäre ohnehin ergebnislos. Es ist bereits beim letzten Termin gesagt, am 5.11., dass die Hanseatische Senatskanzlei bereits sehr frühzeitig einen Ratgeber zum Umgang mit Stoffmasken herausgegeben hat. Darin heißt es, dass sofern Atembeklemmungen und Unwohlsein auftreten, dass dann die Maske umgehend abgenommen werden sollte. Das bedeutet, niederschwelligste Symptome, das kann ja schon sein, dass die Nase juckt, dass das als so unangenehm empfunden wird, dass die Maske abgenommen werden kann. Das bedeutet, letztendlich hätte sich jeder selbst von der Maske befreien dürfen und auch können. Ein weiterer Beweisantrag zielte darauf ab, dass die Corona-Verordnungen, dass die rechtswidrig waren, weil das Risiko willkürlich auf hoch gesetzt worden ist. Das heißt, es gab keinerlei Grundlage, die diese Maßnahmen gerechtfertigt haben. Auch dieser Beweisantrag wurde abgelehnt. Wer mir schon länger folgt, der kennt meine Ansichten zu diesem Thema. Und zwar denke ich, dass man dieses Thema von Anfang an aufrollen sollte. Bereits vor 2020 bin ich persönlich damit konfrontiert worden, wie Infektionen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes ermittelt worden sind. Es war ein sehr aufwendiges Verfahren, das eben nicht von heute auf morgen ging. Das war ein wochenlanger Prozess, bis überhaupt diese Infektion dann als solche erkannt war. Kann man darüber streiten, ob es Infektionen als solches gibt, aber das Prozedere war zumindest sehr aufwendig. Seit 2020 ist aufgefallen, dass man mit einem bloßen Test dann Infektionen festgestellt haben will. Meine Frage war also dann an das für mich zuständige Gesundheitsamt, nämlich das war die Basis für die Fallzahlenermittlung, die dann wiederum an das RKI gesendet worden sind, wollte ich wissen, wie nun Infektionen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes ermittelt werden. Die Antwort lässt sich ganz kurz zusammenfassen, nämlich gar nicht. Wenn es also gar keine Zahlen gegeben hat, man aber trotzdem ohne Zahlen zu haben Maßnahmen beschlossen hat, um daraufhin Strafen zu erfinden, die dann in Ordnungswidrigkeitsverfahren und Strafverfahren münden, dann ist das im Sinne der Definition Betrug oder noch viel mehr. Wenn es keine Maßnahmen gibt, weil es keine Zahlen gibt, dann kann es auch keine Ordnungswidrigkeitsverfahren geben und auch keine Strafverfahren. Jeder Versuch der Verteidigung, das Gericht dazu zu bringen, sich mit der Frage der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen auseinanderzusetzen, wird abgeblockt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat selbst Kenntnis davon erlangt, dass eben die Fallzahlenermittlung seit 2020 grob rechtswidrig und falsch war. Meiner Erkenntnis nach gibt es keinerlei Ermittlungen. Meine Presseanfragen an die Staatsanwaltschaft bleiben zu diesem Thema im Wesentlichen unbeantwortet, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Wenn die Staatsanwaltschaft dem nachgehen würde, dann würde man auch diese Erkenntnisse, die ich eben erzählt habe, gewinnen. Das bedeutet, es dürfte im ganzen Land kein einziges solcher Verfahren geben.
Termin heute ist noch etwas Merkwürdiges passiert. Der Rechtsanwalt Simon war heute im Pressebereich. Eine Stunde und 20 Minuten nach Beginn der Verhandlung hat die Vorsitzende Richterin den Rechtsanwalt aus dem Pressebereich verwiesen. Das heißt, er durfte nicht zuschauen. Sie meint, er hätte keine Untervollmacht. Der Zuschauerraum war besetzt, also musste der Rechtsanwalt Simon vor der Tür warten. Heute wurden letztendlich 3 Beweisanträge angenommen, die sich auf den Gutachter Dr. Kieselinski bezogen haben. Beziehungsweise die Fragestellung ist sehr eng gehalten. Er darf sich nur im ganz kleinen Rahmen zu dem Thema Masken äußern. Wozu er sich äußern darf, ist zum Beispiel, dass es durch das Tragen von Masken zu Verkeimungen kommen kann, dass Giftstoffe freigesetzt werden, zu CO2-Konzentration, zu Sauerstoffkonzentration und so weiter. Letztendlich hat der Gutachter Dr. Kai Kieselinski den Gerichtssaal betreten, sehr freundlich, sehr eloquent und offensichtlich sehr gut vorbereitet. Er hatte eine Präsentation für diesen Tag vorbereitet, extra für das Gericht, hat sich bei der Richterin vorgestellt, bei der Staatsanwältin vorgestellt und meinte, dass er hohen Respekt vor der Richterin hat. Sie hätte eine schwierige Aufgabe, diesen Fall zu lösen, und er möchte bei der Wahrheitsfindung beitragen. Dr. Kieselinski hat in seiner Präsentation auch eine Statistik vorgelegt, nämlich von Our World and Data, hat erklärt, woher diese Daten kommen, wie diese sich zusammensetzen. Und die Staatsanwältin unterbrach ihn und meinte, ich glaube dieser Statistik nicht. Davon hat sich Kai Kieselinski nicht beirren lassen. Er hat bis zum Schluss seine Sicht der Dinge dargelegt. Er wollte auch Videobeiträge einbringen, nämlich von dem Dr. Streeck und Professor Dr. Drosten. Das war allerdings weder vom Gericht noch von der Staatsanwältin gewünscht. Die Richterin hatte vorher den Dr. Kieselinski damit konfrontiert, zu welchen Fragen er was sagen darf. Nun wurde ein Beweisantrag handschriftlich bei Gericht eingereicht und die Richterin konnte diesen Beweisantrag teilweise nicht entziffern und konnte ein oder mehrere Worte nicht lesen und druckste fragend darauf rum. Dr. Kieselinski fragte, krebserregende Stoffe? Nein, das war es nicht. Aber wenn ein Gutachter, der sich mit diesem Thema Masken auseinandersetzt und dann den Einwurf macht, krebserregende Stoffe, dann müsste genau an dieser Stelle der Prozess zu Ende sein. Bei krebserregenden Stoffen braucht man keine Maskenbefreiungsatteste mehr, weil es offenkundig ist, dass es durch das Tragen von Masken zu schwerwiegenden gesundheitlichen Beschwerden kommen kann. Wenn der Gutachter Dr. Kai Kieselinski bis zum Ende vorträgt, welche Folgen das Tragen von Masken für Millionen Menschen haben kann oder hatte, nachgewiesen hatte, dann muss auch vor diesem Hintergrund dieser ganze Prozess zu Ende sein. Man sollte sich vor Augen halten, welches Spiel hier gespielt wird. Hier steht ein 80-jähriger Mann vor Gericht, weil er Maskenbefreiungsatteste ausgestellt hat. Ich weiß nicht genau, wie teuer so ein Prozesstag ist. Jedenfalls kann man davon ausgehen, dass es deutlich vierstellig ist. So kommen ganz schnell 100.000 Euro und mehr zusammen, zuzüglich einer Strafe. Denn wie wir wissen, gibt es praktisch keine Freisprüche gegen Ärzte als auch gegen Patienten. Ganz allgemein sollte man sich auch mal darüber Gedanken machen, wie sich Strafverfahren vor 2020 und bis heute entwickelt haben.
Vor 2020 durfte man davon ausgehen, dass ein Strafverfahren wie folgt entsteht. Es gibt einen Anfangsverdacht oder eine Strafanzeige oder ein Offizialdelikt. Dann kommt die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt auf den Plan, führt die Ermittlungen, gibt diese Ermittlungen weiter an Polizei, LKA, versucht Gutachten beizuziehen und so weiter. Am Ende gibt es Ergebnisse, die dann zusammengetragen und ausgewertet werden. Dann kommt der Staatsanwalt zu einem Ergebnis. Entweder er stellt das Verfahren ein, mit oder ohne Auflagen, oder er beantragt bei Gericht einen Strafbefehl oder er schreibt gleich die Anklage. Wie laufen solche Corona-Strafverfahren heute? Aus eigener Erfahrung und auch aus vielen Prozessen, die ich beobachtet habe, kann ich Folgendes dazu sagen. Die Staatsanwältin oder die Staatsanwälte führen überhaupt gar keine Ermittlungen, ob Maskenbefreiungsatteste richtig oder unrichtig sind. Es wird einfach nur behauptet. Das LKA Hamburg hat frühzeitig eine schwarze Liste entworfen mit Namen von Hamburger Ärzten. Der Befehl an die Polizisten lautete, Strafanzeigen zu schreiben gegen die Maskenattestinhaber und gegen die Ärzte selber. An den Ermittlungen selber fehlt es. Man hat gleich Strafbefehle beantragt und sich irgendwelche Begründungen ausgedacht, in denen dann zum Beispiel steht, obwohl er wusste, dass bei ihm keine Gründe gegen das Tragen einer Maske vorlagen. Frage: Woher weiß die Staatsanwaltschaft das? In meinem Verfahren wollte ich es ganz genau wissen und habe in insgesamt 6 Terminen in 2 Instanzen bis zum Erbrechen gefragt, welche Ermittlungen gegen mich geführt worden sind, die eine Strafbarkeit begründen können. Diese Antwort blieb bis zum Schluss unbeantwortet und ich habe so darauf reagiert, dass ich gesagt habe, ich muss schon wissen, welcher Vorwurf mir gemacht wird, damit ich mich entsprechend dazu äußern kann. Da es keine Antwort gab, man mir auch nicht sagen wollte, wo in der Akte steht, was gegen mich ermittelt worden ist, habe ich geschwiegen und auch meinen Arzt nicht von der Schweigepflicht entbunden. Im Urteil, logischerweise gibt es ein Urteil, heißt es dann unter anderem, mein Schweigen wird als Teilverschweigen ausgelegt und gegen mich verwendet. Die Staatsanwälte und Richter müssen gar keine Schuld mehr nachweisen. Aber darf der Angeklagte auch seine Unschuld nicht beweisen, indem nämlich sämtliche Beiträge oder Beweisanträge einfach abgelehnt werden. Ich habe so viele Prozesse beobachtet und auch über viele Prozesse gelesen, dass man so langsam zur Erkenntnis kommen sollte, dass die BRD-Justiz nicht reformierbar ist. Man muss sich auch vor Augen halten, dass in der gesamten BRD so viele Unrechtsurteile in Corona-Strafverfahren als auch Ordnungswidrigkeitsverfahren ergangen sind, dass die Justiz, eigentlich egal wo, überhaupt nicht mehr zurückrudern kann. Denn wenn sie das tun würden, wenn sie zugeben würden, dass die ganzen Maßnahmen illegal waren, dass das Tragen von Masken gefährlich sein kann, dann wäre das ganze Spiel zu Ende und hunderttausende Menschen in der gesamten BRD müssten entschädigt werden. Aus diesem Grund ist es extrem wichtig, dass solche Verfahren mit größter Öffentlichkeit verfolgt werden. Diesen Richtern und Staatsanwälten muss man auf die Finger schauen. In meinem persönlichen Umfeld erlebe ich es immer wieder, dass wenn ich erzähle, wie das vor Gericht zugeht, heißt es zum Beispiel,
Ich möchte dir gerne glauben, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist aber so. Man wird als Angeklagter in den Corona-Verfahren nicht in die Lage versetzt, seine eigene Unschuld zu beweisen. In einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen mich, weil ich unter freiem Himmel keine Maske getragen habe, habe ich sogar einen Beweisantrag dazu gestellt, dass durch Einholung eines Sachverständigengutachtens bewiesen wird, dass ich eben nicht in der Lage bin, eine Maske zu tragen. Dieses Verfahren wird Anfang Dezember fortgesetzt. Die Termine werde ich in der Videobeschreibung nochmal reinsetzen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und Dr. Weber freut sich auch beim nächsten Mal über zahlreiche Zuschauer. Meine persönliche Meinung zu diesem Verfahren ist, dass wenn Dr. Weber keine Schuld nachgewiesen werden kann, er seine Patienten nicht körperlich untersuchen musste, weil es diese Vorschrift nicht gab, wenn er Maskenbefreiungsatteste ausstellt, weil das Tragen von Masken eben gefährlich sein kann, was nun auch offenkundig ist, dann kann ein Freispruch für Dr. Weber nur die logische Konsequenz sein. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herr Paradies, hören Sie mir mal kurz zu. Ja, ich höre. Wir brauchen Ihren Presseausweis. Hier. Können Sie den einmal abklippen? Ich meine auch vom Schlüsselband da einmal ab. Also man darf übrigens mit einer einfachen OP-Maske darf man am offenen Herzen operieren, aber hier an freier Luft, da muss man hier ein bisschen den Polizisten mit der FFP2-Maske rumlaufen, wegen der Sicherheit und so. Sag nur, die Mauerschützen haben nur Befehle befolgt. Ich habe auch nur Befehle befolgt. Ich weiß das alles nicht. Ich habe gerade gelesen, das ist ein Intelligenztest, was hier gerade passiert, aber ich kann das nicht beurteilen. Müssen die Zuschauer beurteilen, wer das ist, keine Ahnung. Ich weiß das nicht.